Hallo, ich bin Markus Löning. Herzlich willkommen hier in meiner Stadt in Berlin. Ich sitze für die FDP im Deutschen Bundestag und ich möchte Ihnen gerne heute in meiner Stadt ein paar Stellen zeigen, wo die EU für Deutschland, für uns alle, für uns Bürger etwas erreicht hat und wo sie unser aller Leben etwas verbessert hat. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das ist die Berliner Mauer. Die hat von 1961 bis 1989 unsere Stadt geteilt und unser Land. Und die hat auch ganz Europa geteilt. Viele Menschen konnten sich nicht frei bewegen in unserem Kontinent. Und dass die Mauer weggegangen ist, das hat etwas mit der friedlichen Revolution in der DDR und in vielen anderen europäischen Ländern zu tun. Aber dass unser Land wieder wiedervereinigt ist und dass wir diesen freien Blick jetzt wieder genießen können, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir in Europa Vertrauen ineinander hatten und dass die anderen Länder gesagt haben, die Deutschen sollen wieder in einem Land leben können. Wir sind jetzt hier in Berlin-Adlershof an der Humboldt-Universität. Das ist ein ganz neues Mathematikgebäude, was hier steht. Ich habe 1978 angefangen zu studieren und konnte damals ein halbes Jahr in England sein. Kaum jemand konnte das damals machen. Die Scheine wurden nicht anerkannt, die Abschlüsse wurden nicht anerkannt und das hat meinen Vater auch eine ganze Stange Geld gekostet. Jetzt gibt es den Bologna-Prozess. Da werden die Abschlüsse anerkannt zwischen den Universitäten und zwischen den Ländern. Es gibt Programme der Europäischen Union für den Austausch von Studenten, von Auszubildenden. Viele können jetzt das machen. Zehntausende jedes Jahr gehen in ein anderes Land, lernen eine andere Sprache, vergrößern ihre Perspektive auf unseren Kontinent. Das ist eine ganz andere Situation und auch das verdanken wir der Europäischen Union. Und ich finde, das bringt eine Menge mehr Leben auch an unsere Universitäten. Die Europäische Union hat sich vorgenommen, bei Forschung und neuen Produkten ganz vorne in der Welt mitzuspielen. Und was wir hier in Berlin-Adlershof sehen, das hat etwas damit zu tun. Am Ende der DDR war hier nur noch Bruch und Ruinen. Jetzt, mit Hilfe von EU-Fördermitteln aus Infrastrukturtöpfen, aus Forschungsförderungstöpfen, ist hier eine ganz moderne Wissenschafts- und Wirtschaftsstadt entstanden. Und alleine im letzten Jahr sind hier 1000 neue Arbeitsplätze aufgrund von Forschung, von guten neuen Ideen für neue Produkte entstanden. Ich bin mit meinen Eltern niemals in Urlaub geflogen. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Damals gab es in jedem Land eine eigene Fluggesellschaft. Da waren meistens die Preise hoch und der Service war ziemlich mäßig. Dann hat die Europäische Union gesagt, warum gibt es eigentlich da keinen Wettbewerb? Wir machen Wettbewerb, auch zwischen verschiedenen Fluggesellschaften. Jetzt ist es so, viele können fliegen. Es gibt Wettbewerb. Da gibt es Fluggesellschaften, die sind teuer, mit tollem Service. Da gibt es Fluggesellschaften, die haben nicht so einen tollen Service, dafür haben sie niedrige Preise. Und insgesamt hat das dazu geführt, dass heute dreimal so viele Leute in Urlaub fliegen können, als noch vor ein paar Jahren. Viele Leute, die niemals gedacht hätten, dass sie mal in Urlaub fliegen können, können sich das heute leisten. Das hat etwas mit der Europäischen Union zu tun. Das hat etwas mit Wettbewerb zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass die Europäische Union für uns Verbraucher etwas tut. Wir sind hier im Gewerbepark Waltersdorf. Ein echtes Einkaufsparadies für uns Verbraucher. Viele verschiedene Geschäfte, viele verschiedene Produkte. Und auch das hat was mit der Europäischen Union zu tun. Wir haben uns doch längst dran gewöhnt. Autos aus Italien, Schuhe aus Frankreich, Möbel aus Schweden. Viel Angebot, viel Wettbewerb, günstige Preise für uns Verbraucher. Das hat auch eben was mit Europa zu tun, dass das möglich ist. Freier Warenverkehr für alle, kreuz und quer durch Europa. So, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer kleinen Reise durch Berlin. Und wie ich Ihnen schon an der Mauer erzählt habe, hat natürlich die deutsche Einheit auch sehr viel mit Europa zu tun, mit dem Vertrauen, was wir in Europa genossen haben und mit dem Vertrauen darauf, dass die anderen Europäer gesagt haben, die Deutschen, die werden auch, wenn sie wieder vereinigt sind in ihrem Land, tolle Europäer sein, die werden mitmachen daran, dass Europa auch in Zukunft friedlich miteinander lebt.
Und die Tatsache, dass die französische Botschaft hier am Pariser Platz wieder sein kann, ist dafür ein Zeichen. Und noch viel toller ist natürlich der freie Blick durchs Brandenburger Tor und die Tatsache, dass wir da einfach wieder durchlaufen können, so wie es immer sein sollte. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.